Die Bedeutung von Bedeutung. Kapitel 1. Die Ankunft. Wir schreiben ein Jahr in der Zukunft. Die Welt steht vor der völligen Zerstörung. Die Menschheit hat sich fast selbst zugrunde gerichtet. Anstatt ihre Ressourcen und ihre Energie für die Wissenschaft zu nutzen und ihren Lebensraum so zu schützen, taten die Menschen alles, um sich zu bekriegen und sich dabei gegenseitig auszulöschen. Mittlerweile ist die Erde kaum noch bewohnbar. Es ist zu heiß geworden. Wälder werden durch gewaltige Brände zerstört. Felder, die einst die Welt ernährten, sind verglüht. Wasserressourcen sind kaum mehr vorhanden. Die Menschheit steht vor dem Abgrund. Doch eine Gruppe mutiger Raumfahrer hat sich auf den Weg gemacht, einen neuen Lebensraum zu schaffen. Viele Raumschiffe wurden losgeschickt, um die Weiten des Weltalls zu erforschen. Und diese neue Welt, diese neue Hoffnung, diese letzte Zuflucht zu finden. Doch nur wenige Raumschiffe konnten hoffnungsvolle Nachrichten an den Heimatplaneten zurückfunken. Auf einem dieser Raumschiffe war ich. Bevor wir die Reise ins Ungewisse antreten konnten, mussten wir, die unerschrockenen Astronautinnen, uns jedoch von unseren Lieben verabschieden. Der Abschied fiel uns zwar schwer, doch es war für eine gute Sache. Schließlich lag es an uns, die Menschheit zu retten und ihr eine neue Heimat zu geben. Und das war also unser letzter Film auf der Erde? Verschollener wartet 4 Jahre auf einer Insel auf Rettung und spricht mit einem Volleyball? Toll. Ein Meisterwerk. Er hat nicht gewartet. Er hat sich mit klugen Berechnungen selbst gerettet. Er hat intelligent und rational gehandelt. Ein Verhalten, von dem du dir ruhig eine Scheibe abschneiden könntest, Schwesterherz. Wer hatte eigentlich die grandiose Idee, die Rettung der Menschheit 2 so streitlustigen Schwestern anzuvertrauen? Mal überlegen. Ich glaube, es war der Vater der streitlustigen Schwestern. Mein Schatz, ich glaube an dich. Ich werde jede Sekunde an dich denken. Keine Sorge. Schon bald werden wir uns auf einem wunderbaren Planeten wiedersehen, auf dem es alles gibt, was wir brauchen. Aber nicht, dass du mir mit einem Marsianer durchbrennst. Keine Sorge. Ich stehe nicht auf kleine rote Männchen. Aua, hör auf mich zu kneifen. Sei bloßartig, sonst könnte mir noch ein Fehler beim Starten eures Raumschiffs unterlaufen. Dann schicke ich dir womöglich die falschen Koordinaten. Keine Angst, ich werde euch heil ins All. Hey, ihr Turteltauben, nehmt euch gefälligst ein Zimmer. Wie soll man denn hier durchkommen, wenn ihr vom Winde verweht nachspielt? Wenige Tage später wartete eine lange Fahrt durch die verdörrte Wüste auf uns. Schon bald waren wir am Raumschiff angelangt. Nun gab es kein Zurück. Start. 2, 1, das Raumschiff startete ohne Probleme. David hatte uns ja versprochen, uns heil ins All zu bringen. Schon nach wenigen Wochen hatten wir uns eingelebt. An Bord waren nur ich und meine große Schwester Max. Nun wartete eine jahrelange Reise durch unerforschte Galaxien auf uns. Wir hatten nur die eine Mission, einen Planeten zu finden, auf dem wir leben und überleben könnten. Einen Planeten, auf dem es Luft zum Atmen und eine Atmosphäre gab. Temperaturen, die nicht zu heiß waren. Und Wasser. Wir mussten Wasser finden. Na, auch schon wach? Schau mal, was ich entdeckt habe. Ein Planet? Sauerstoff? Wasser? Wieso hast du mich nicht geweckt? Als ob du dich wecken lassen würdest. Hey, der ist ja sogar schon ziemlich nah. Na dann nichts wie hin. Die Sensoren reagieren nicht mehr. Der Antrieb ist ausgefallen. Mach dich auf eine harte Landung gefasst. Festhalten! Nach der Bruchlandung legte sich Stille über das zerstörte Raumschiff.
Kein Laut war mehr zu hören. Weder von außen, noch im Inneren. Doch schon nach wenigen Minuten öffnete sich die Luke. Zögerlich, aber hoffnungsvoll stiegen wir in unseren silberglänzenden Raumanzügen aus der zertrümmerten Kapsel. Ich kann kaum glauben, dass wir das überlebt haben. Schau mal, da hinten, ein Fluss. Ich rannte einfach los, während ich schon dabei meinen Helm abnahm. Ich hatte diesen Fluss gesehen und konnte nicht anders. Wasser. Es gab Wasser. Warte und lass in Gottes Namen deinen Helm auf. Du weißt doch gar nicht, was uns hier erwartet. Wir müssen Tests machen. Zwar war sie vorsichtig, doch Max folgte mir. Ach, und womit willst du deine Tests durchführen? Schon vergessen? Der Aufprall hat alle Instrumente zerstört. Du weißt doch gar nicht, ob alle Instrumente zerstört wurden. Natürlich. Schau dir die Bruchbude mal an. Da geht nichts mehr. Wir müssen es an uns selbst ausprobieren. Katie, sei bitte vor... Gierig trank ich aus dem Fluss. Unsere Vorräte waren auf der fünfjährigen Reise durch das All knapp geworden. Und ich war durstig. So durstig. Durstig nach frischem Wasser. Oh mein Gott. Wie gut das ist. Es ist Wasser. Echtes Wasser. Max. Oh, schön kalt und es schmeckt nach Wasser. Schau, wie schön klar es durch das Flüsschen fließt. Ich kann es nicht fassen. Na gut, aber jetzt müssen wir wirklich zum Schiff zurück. Die Bäume, der Himmel, das Wasser. Es sieht aus, als könnten wir hier wirklich überleben. Aber dafür brauchen wir unsere Ausrüstung. Und außerdem müssen wir nach Hause funken, solange die Stromversorgung noch ausreicht. Hier sprechen die Astronautinnen Jenkins und Jenkins. Wir befinden uns an Bord der völlig zerstörten Putnam 1. Es gab eine Bruchlandung. Aber wir haben endlich einen Planeten gefunden, der unserem zu ähneln scheint. Es gibt Wasser und Sauerstoff, es gibt eine Atmosphäre und wir können Vögel hören. Wir nehmen an, dass wir hier leben könnten. Unser Schiff und die Messinstrumente wurden bei der Landung aber völlig zerstört. Bitte folgt unseren Koordinaten. Wir werden versuchen, den Planeten zu erkunden und vor allem zu überleben. Ja, wir werden surviven. Wir hoffen, euch bald hier zu sehen und verlassen das Raumschiff jetzt. Kapitel 2. Eine neue Hoffnung. Die Erde steht nun kurz vor dem Aus. Das Wasser wurde bereits streng rationiert. Die Elite hält sich bereit, die Erde jederzeit zu verlassen. Die Forscher im ANSA-Hauptquartier warten jeden Tag verzweifelt auf Funksprüche, nachdem schon einige zeitgleich gestartete Missionen erfolglos zur Erde zurückgekehrt sind oder im All verschollen blieben. Ja, wir werden surviven. Wir hoffen, euch bald hier zu sehen und verlassen das Raumschiff. Das ist ja unglaublich. Hättest du gedacht, dass unsere beiden Mädchen es schaffen werden, einen neuen Planeten zu finden? Eine Arche Noah für die Menschheit. Ich habe immer an die beiden geglaubt. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Und du wirst schon sehen, die Forschung der letzten Jahre wird sich bezahlt machen. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, Wasser synthetisch herzustellen, so wissen wir doch nun wenigstens, wie die Atome in einem Wassermolekül verbunden und angeordnet sind. Überleg doch mal, wir können jetzt nicht nur sehen, sondern sogar darstellen, wie sich die Elemente zusammensetzen. Wir müssen sofort aufbrechen. Auch unsere Mädchen werden überrascht sein, wenn sie hören, dass unsere biomolekulare Forschung mittlerweile etwas fortgeschrittener ist. Wir hätten viel früher unsere Energie in die Forschung stecken sollen. Da hast du recht. Aber nun bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Immerhin gibt es Hoffnung auf einen neuen Planeten. Ja, jetzt haben wir wieder eine Zukunft. Wir müssen alle informieren und uns schnellstmöglich den Start vorbereiten. Unsere Reise wird lang genug dauern. Auch ich kann es kaum erwarten, unsere Mädchen wiederzusehen und endlich wieder in den Armen zu halten. Kapitel 3. Willkommen auf der Zwerde. Wir hoffen, euch bald hier zu sehen und verlassen das Raumschiff jetzt. Oh nein, hoffentlich hat der Funkspruch die ANSA noch erreicht. Tja, dann sind wir ab jetzt wohl auf uns allein gestellt. Ja, sieht ganz so aus. Lass uns damit beginnen, nach etwas Essbarem zu suchen.
Ich hab Kohldampf. Wieder außerhalb der Kapsel und auf dem Weg zurück zum Fluss trafen wir bald auf den ersten Bewohner unseres neuen Heimatplaneten. Schau doch mal, ein Hund. Hält lieber ein bisschen Abstand. Wer weiß, ob er Tollwut hat. Wir haben keine Möglichkeit mehr, um nach Hilfe zu funken. Und unsere Gesundheit sollten wir wirklich nicht aufs Spiel setzen. Tollwut? Ist das dein Ernst? Ja, hallo. Wer bist du denn? Du bist ja ein ganz Feiner. Ein ganz Feiner bist du. Ich nenne dich Belka. Oh, du möchtest baden. Warte auf mich. Belka, warte, ich komme zu dir. Wow, was war das? Oh, schon wieder etwas... Was hat mich am Bein berührt? Oh, was ist das? Katie, sei vorsichtig. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Oh mein Gott, Max. Sieh nur, hier gibt es sogar Fische. Komm, Belka, wir fangen uns einen Fisch. Du glaubst wirklich, dass du mit bloßen Händen einen Fisch fangen kannst? Natürlich. Stimmt's, Belka? Du glaubst an mich, ja? Die ganze Menschheit glaubt an uns. Da werde ich doch mal einen Fisch fangen können. Bin ich eigentlich die Einzige, die im Survival Camp aufgepasst hat? Angel. Angel. Ich muss mir eine Angel bauen. Oh, würdest du deinen Fisch mit uns teilen? Was denn? Hat die Handfangmethode nicht funktioniert? Doch. Ich meine, hätte sie bestimmt, aber Belka hat alle Fische verjagt. Hier, du bekommst das extra knusprige Stück. Es ist zwar nicht viel, aber der Fisch ist fett und saftig. Ich habe dort hinten ein paar Kräuter im Gebüsch gefunden und ihn damit eingerieben. Jetzt schmeckt er ganz minzig. Oh, Max, du bist die Beste. Ja, hier, Belka. Auch für dich ein saftiges Stück. Max? Schläfst du schon? Glaubst du, dass wir hier überleben können? Ich schon. Okay, dann bin ich beruhigt. Schlaf schön. Was? Was ist denn los? Ich glaube, Belka will uns etwas zeigen. Schnell, wir müssen ihr hinterher. Warte, hast du denn auch genug Wasser dabei? Warte! Ja, jetzt komm! Wir folgten der aufgeregten Hündin durch das Dickicht des Waldes. Wir rannten über Stock und Stein und alles sah genau aus wie auf der Erde. Die Wolken zogen an einem ebenso blauen Himmel über uns hinweg. Plötzlich fanden wir uns auf einer Lichtung wieder. Von dort aus konnten wir einen Blick auf eine große, lärmende Stadt werfen, die uns ebenfalls unglaublich bekannt vorkam. Katie, oh mein Gott, siehst du, was ich sehe? Es gibt hier Leben. Na, hoffentlich sind die nicht klein und rot. Tja, unsere Alternativen sind im Moment nicht gerade zahlreich. Vielleicht sollten wir hinuntergehen und, du weißt schon, mal Hallo sagen. Aber schau mal, der Wasserturm. Ja, Katie, ich sehe es. Ist das nicht unheimlich? So gingen wir ins Tal und sahen Schilder, deren Aufschrift wir zu unserer großen Überraschung lesen konnten. Häuser und Straßen, Autos mit uns wohlbekannten Kennzeichen rauschten an uns vorbei. Fast hätten wir vor Überraschung laut aufgeschrien. Alles sah genauso aus wie auf der Erde. Sogar die Menschen. Es war einfach nur unheimlich. Sieh nur, alles ist identisch. Was ist denn los, meine Süße? Oh, komm mal her. Hey, ihr Turteltauben! Wie soll man denn hier durchkommen? Sogar zu den Menschen der Erde gab es hier auf der Zwerde, also auf der scheinbaren Zwillingserde, jeweils einen Zwilling. Doch tatsächlich war nicht alles identisch, denn hier, auf der Zwerde, wurde das alltägliche Leben nicht von unerträglicher Hitze und knappen Wasservorräten bestimmt. Den Menschen ging es gut. Und so machten wir uns nach einer Weile des Staunens und der Verwunderung schließlich auf den Weg zum Ansa-Gebäude.
Die Ansa war schließlich die Raumfahrtzentrale und wo sollten wir als bruchgelandete Astronautinnen uns denn sonst melden? Das Gebäude sah genauso aus wie das, in dem wir gearbeitet hatten. Der große Wasserturm dahinter war jedoch nicht ausgetrocknet. Von weitem konnten wir Wasserwerke rauschen hören. Vor dem großen Eisentor blieben wir stehen. Wie auch bei uns gab es keinen Wachmann. Und wie zur Bestätigung unserer Vermutung funktionierten unsere Schlüsselkarten auch hier. Wir traten ein und fuhren in die 5. Etage. Jetzt hab ich wirklich Angst. Keine Sorge, du bist doch nicht allein. Und außerdem müssen wir nur schlappe 5 Jahre durchhalten. Das schaffen wir schon irgendwie. Jedenfalls musst du jetzt nicht mehr survivalen. Max? Katie? Ihr seid zurück? Wo sind eure Eltern? Eltern? Wir sind doch alleine geflogen. Ach, genug der Fragen. Schön, dass ihr wieder da seid. Hast du mir auch ein kleines rotes Männchen mitgebracht? Bitte was? Im Ansatzzentrum herrschte Hektik. Alle waren in heller Aufruhr. Es war unglaublich, dass die Schwestern scheinbar ganz plötzlich wieder zurück sein sollten. Denn auch hier auf der Zwerde waren Max und Katie vor 5 Jahren ins All aufgebrochen. Das heißt, das waren unsere Zwillinge. Es war wirklich unheimlich. Hier wurden sie jedoch von ihrem Vater, dem Raumfahrtingenieur Dr. James Jenkins, und ihrer Mutter, der Biologin Dr. Hillary Jenkins, begleitet. Da die Sonne viel weiter von der Zwerde entfernt ist, war man hier nicht gezwungen, nach neuem Lebensraum zu suchen. Und so handelte es sich lediglich um eine Aufklärungsmission zur Erforschung fremder Planeten. Die Rückkehr der Schwestern wurde nicht erwartet, jedenfalls nicht so früh. Und so erzählten wir von unserem Schicksal, unserer turbulenten Reise und von der bedrohten Erde. Wir berichteten davon, die letzte Hoffnung der Menschheit zu sein und dass wir gehofft hatten, noch einen allerletzten rettenden Funkspruch zu verschicken. Doch diese ganze Ähnlichkeit hatte etwas Seltsames. Was war das für ein Planet? Es gab sogar unsere Zwillingsehemänner. Ein Umstand, der uns erheblich verwirrte. Kapitel 4: Wiedervereinigung. 5 Jahre waren vergangen, seitdem der Funkspruch die Erde erreicht und sich mit der Putnam 2 ein weiteres Raumschiff auf den Weg zur Zwerde aufgemacht hatte. Inzwischen hatten wir uns gut angelegt. Unsere Zwillinge waren noch nicht zurück und wir warteten sehnsüchtig auf die Ankunft unserer Raumschiffe. Doch nun sollte es endlich soweit sein. Und die höchsten Politiker und besten Wissenschaftler landeten auch auf der Zwerde. Wie bereits 5 Jahre zuvor ich zum Fluss gerannt war, nachdem die Luke sich geöffnet hatte und das Plätschern hörte, rannten nun auch jetzt einige Mitglieder der Besatzung sofort in Richtung des Flusses. Oh mein Gott, seht ihr das? Ein Fluss! Wasser! Wasser! Nein, setzen Sie den Helm nicht ab. Wir müssen erst Proben nehmen. Wir wissen nicht, ob die Rantoniere die letzten 10 Jahre überlebt haben. Wir wissen nicht, ob das wirklich Wasser ist. Doch die ausgetrockneten und durstigen Menschen tranken. Sie tranken, bis ihre Bäuche dick waren von dem vielen Wasser, während die Forscher, unter anderem auch unsere Eltern, im Raumschiff das Wasser untersuchten. Denn das konnten sie jetzt. Sie hatten ja die Strukturformel von Wasser, während wir sie vor einigen Jahren noch nicht gekannt hatten. Nach vielen Stunden der Analyse kam Dr. Jenkins zu einem erschreckenden Ergebnis. Sieh mal, James, ich habe es mehrfach getestet. Alles spricht dafür, dass dieser Stoff hier Wasser ist. Er gleicht in allen Merkmalen unserem Wasser. Er sieht aus wie Wasser, riecht wie Wasser, schmeckt wie Wasser. Und er hat alle Eigenschaften, die Wasser auch hat.
Und doch hat er nicht die Strukturformel H2O, sondern XYZ. Was soll das bedeuten, Liebling? Das bedeutet, dass dies hier kein Wasser ist. Diesen letzten Satz hatte auch einer der Politiker gehört, der hinter einem Regal von Reagenzgläsern stand und ebenfalls unruhig auf die Ergebnisse gewartet hatte. Er war der Erste gewesen, der von dem Wasser getrunken hatte. Das heißt, er war der Erste, der von dem Stoff trank, den er für Wasser hielt. In Panik wiederholte er: Das ist gar kein Wasser? Was soll das heißen? Das kann doch gar nicht sein! Es hat genauso geschmeckt wie Wasser und es hat unseren Durst gelöscht! Oh mein Gott! Was haben wir da nur getrunken? Wir sind vergiftet! Wir sind vergiftet und werden sterben! Angst stieg in ihm auf. Aber nicht nur in ihm. Panik verbreitete sich auf dem ganzen Raumschiff. Kapitel 5: Die Bedeutung von Bedeutung. Bei unserem täglichen Spaziergang durch den Wald mit Belka hörten wir plötzlich eines Tages Stimmen. Wir hatten es uns zum Ritual gemacht, jeden Tag durch den Wald zu laufen, der dem in unserer Heimat geglichen hatte, bevor er vertrocknet war. Jeden Tag liefen wir zu unserem Raumschiff, sahen den langsamen Verfall der Luke und der einzelnen Kapseln, sahen, wie die Natur langsam das Raumschiff zu ihrem Eigen machte. Unsere Berechnungen nach würde es 10 Jahre dauern, bis Menschen von der Erde uns erreichen würden. Und nun waren 10 Jahre um. Und auf dem Weg zum Raumschiff am Fluss hörten wir nun diese Stimmen. Es hörte sich nach einem Streit an. Aufgeregt folgten wir dem Geräusch und entdeckten die Putnam 2. Silberglänzend und völlig intakt lag das Raumschiff vor uns, direkt neben dem unseren, dem verfallenen Raumschiff, mit dem wir hergekommen waren. Die Verkleidung glühte noch und Dampf stieg aus einzelnen Rohren auf. Nun konnten wir auch erkennen, warum die Stimmen auch noch von so weit entfernt zu hören waren. Die Luke stand offen und durch die drangen die Stimmen. Ein Mann taumelte benommen heraus, dicht gefolgt von vielen weiteren Personen, und einige von ihnen kannten wir zu unserer großen Freude sehr gut. Nun beruhigen Sie sich doch, Hastings. Beruhigen? Sie haben gut reden, Jenkins. Es bin ja nur ich, der jetzt verreckt. Sie haben dieses, was auch immer, es ist ja auch nicht getrunken. Wasser. Ich bin mir sicher, dass es Wasser und vollkommen ungefährlich ist. Es ist nahezu identisch. Nahezu ist mir leider nur nicht identisch genug. Sie haben doch selbst gesagt, dass die Strukturformel eine andere ist. Nur weil Sie es Wasser nennen, heißt es doch noch lange nicht, dass es auch Wasser ist. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als man mir ein Zepter für meine außergewöhnlichen politischen Leistungen überreichte. Ich hatte es für Aluminium gehalten, aber dann war es Molybdän. Molybdän! Die Leute haben mich reingelegt und hinters Licht geführt. Das war auch nahezu identischer Stoff. Aber eben eine gefährliche Fälschung. Vater? Beim Klang meiner Stimme blickte unser geliebter Vater auf. Er konnte sein Glück, so wie wir, kaum fassen. Denn sie hatten es tatsächlich geschafft. Nun war er sich nicht nur sicher, dass sie den richtigen Planeten erreicht hatten, sondern auch, dass sie mit ihm eine Zukunft für die Menschheit gefunden hatten. Endlich waren wir alle wieder vereint. Wir lagen uns mit Freudentränen in den Armen. Nach der emotionalen Begrüßung erklärte unsere Mutter Dr. Jenkins, was es mit dieser Flüssigkeit auf sich hatte, die ihnen so viele Rätsel aufgegeben hatte. Hastings hat recht. Tatsächlich ist das hier kein Wasser. Was? Natürlich ist das Wasser. Wir trinken das seit 10 Jahren. Alle hier nennen es Wasser und hier ist alles genauso wie auf der Erde. Es gibt sogar ein Ansagegebäude. Es gibt Tiere und Pflanzen wie bei uns. Selbst die Straßennamen sind gleich. Also muss es so sein. Es fließt in den Flüssen und regnet vom Himmel. Wir waschen uns damit. Außerdem haben wir es getestet. Unter normalen Druck- und Temperaturverhältnissen waren die Testergebnisse identisch.
In den letzten 5 Jahren auf der Erde konnte ich die Moleküle noch genau studieren. Ich habe ein neues Verfahren entwickelt und festgestellt, dass sich chemische Elemente darstellen lassen. In einer Formel. Und diese Flüssigkeit hat eine andere Strukturformel als H2O, also Wasser. Das hier hat die Strukturformel XYZ. Es ist kein Wasser. Aber wir haben es die ganze Zeit in dem Bewusstsein getrunken, dass es Wasser ist. Oh Gott, wir werden sterben! Wir werden alle sterben! Ihr werdet überhaupt nicht sterben. Wir haben es doch auch getrunken, 10 Jahre lang. Und uns ist nichts passiert. Also können wir uns jetzt bitte alle wieder beruhigen? Es hat die gleichen Eigenschaften wie Wasser, okay? Es hat eine andere Strukturformel, das ist seltsam. Aber es ist eben wie Wasser. Trotzdem ist es das nicht. Gut, vielleicht sollten wir uns alle beruhigen. Für uns ist Wasser das, was wir nun als H2O bezeichnen. Diese Flüssigkeit, scheinbar identisch, hat eine ganz andere Formel. Ja, voll der Mindfuck. Und trotzdem sind es 2 verschiedene Stoffe, die die gleichen Eigenschaften haben. Wie nennen wir es also nun? Wasser 2? Zwillingswasser? Zwasser? Nein, Wasser. Einfach nur Wasser. Die Leute nennen es hier auch Wasser. Und es ist Wasser. Das, was hier in den Bächen und Flüssen fließt, was vom Himmel regnet und was getrunken wird, das ist Wasser. Für sie ist es Wasser, für uns ist es Wasser. Und für euch nun auch. Aber ich spüre doch, dass es mir schlechter geht. Nein, das kommt einfach nur von zu viel Wasser. Und vom zu schnellen Trinken. Ich kenne das. Jedenfalls ist es doch völlig egal, welche Strukturformel das Zeug hat. Für die Menschen hier bedeutet es Wasser. Und bevor wir wussten, dass es so etwas wie Strukturformeln gibt, war es für uns auch Wasser. Nur weil ihr jetzt Dinge definieren könnt, heißt es doch nicht, dass sich die Bedeutung für uns verändert. Hillary, wir haben eine hochintelligente Tochter. 2. Und Max hat recht. Es ist und bleibt Wasser. Für uns. Für euch. Es ist anders aufgebaut und unerklärlich, dass es genau solche Eigenschaften hat. Aber ich denke, wir könnten hier leben. Wir können hier bleiben, Hillary. Ich denke auch, dass wir hier bleiben können. Wir haben eine neue Heimat. Sind alle damit einverstanden? Es waren nicht alle einverstanden. Die Bauchschmerzen, die der hochrangige Politiker Hastings bekommen hatte, verbreitete sich unter den Leuten. Bis heute glauben wir, dass sie sich das eingebildet haben. Aber wir konnten sie nicht überzeugen. Sie lehnten Magentabletten ab und wollten uns nicht mehr zuhören. Da auch die Energie-, Lebensmittel- und Treibstoffreserven begrenzt waren, wollten sie bald wieder abfahren. Sie nahmen weder neue Lebensmittelvorräte mit, noch füllten sie ihre fast leeren Wassertanks auf. Sie trauten dem allem nicht. Nicht einmal ihre zwirdischen Zwillinge wollten sie treffen. Sie wollten sofort wieder abreisen. Ich habe ja gesagt, wir müssen von hier verschwinden. Ohne Wasser können wir nicht überleben. Und wer weiß, vielleicht verhält es sich mit den anderen Elementen genauso. Wir können nicht sicher sein, wie sie sich auf Dauer auf den menschlichen Organismus auswirken. Diese Mission ist zu wichtig, als dass wir dieses Risiko eingehen könnten. Ich werde sie nicht aufhalten können. Bitte überlege sie es sich gut, denn meine Frau und ich können sie nicht begleiten. Das müssen sie doch verstehen. Unter lautstarker Zustimmung betraten Hastings und die restlichen Mitglieder der Besatzung wieder das Raumschiff. Ohne sich ein weiteres Mal umzudrehen, schloss Hastings die Luke. Und das Raumschiff Putnam 2 startete erneut. Doch auf die Besatzung wartete nun eine Odyssee in den Tod. Auf der Suche nach einem neuen Planeten sollten sie nur ihren eigenen Untergang finden. Einen weiteren Planeten konnten sie mit dem wenigen Wasser niemals lebend erreichen. Wir aber lebten noch viele, viele Jahre glücklich auf unserem neuen Heimatplaneten. Es spielte keine Rolle für uns, ob die Flüssigkeit, die auch hier Wasser genannt wurde und die die gleichen Eigenschaften hat wie unser Wasser, eine andere Strukturformel hatte. Wie meine Schwester Max schon gesagt hatte, die Bedeutung ändert sich für uns nicht, nur weil es jetzt definiert werden kann. Für uns bleibt es in unserer Wahrnehmung Wasser. Und geschadet
hat es uns auf keinen Fall.